Wir sind hier auf der Schloss Kyburg. Wir sind Gebäudeaufnahmen, respektive Schlossaufnahmen eigentlich machen für Denkmalpflege Zürich. Wir tun eigentlich das ganze Schloss digital vermessen mit Lasermesstechnik. Das führt dazu, dass wir nachher hochgenaue Pläne haben, wo man für unterschiedliche Sachen, Sanierungen, Restaurierungen, auch Neukonzipierungen von Museum-Style eigentlich brauchen. Schloss Kyburg ist vor 800 Jahren gebaut worden, also die älteste Teil, die wir jetzt noch hier haben. Das Gebäude hier, das stammt ungefähr von 1370. Wir sind jetzt hier in der oberen Ritterlaube. Es geht natürlich einerseits darum, dass wir da jetzt für die neue Ausstellung exakte Pläne haben, auch im dreidimensionalen Bereich, wenn wir die Ausstellung hier einplanen. Das Zweite ist dann auch aus denkmalpflegerischer Sicht, wenn wir da irgendwie Schäden haben oder kleinere Ausbesserungen, Restaurierungen machen, dass wir die dann exakt gerade auf diesen digitalen Plänen verzeichnen und so dokumentieren. Drohnen haben wir hier vor allem eingesetzt, weil es ein Schloss ist und Schlösser haben die Eigenheit, dass sie eigentlich relativ exponiert sind. Das ist hier auf der Kyburg auch der Fall. Dementsprechend haben wir eine Aufnahmemethode wählen, wo wir eben ein Schloss eigentlich von oben beobachten können. Man macht eigentlich Fotos vom Schloss rundherum, dort die Fotos fotogrammetrisch auswerten und hat nachher auch noch den Vorteil, dass man zusätzlich zu den digitalen Plänen auch noch Orthofotos herstellen kann. Das sind eigentlich Fotos, die maßstäblich sind, wo entsprechend auf dem Foto kann man dann Mass ausmessen, also bis zu einzelnen Steinen, die man sieht. Und das ist bei einem Schloss natürlich hochinteressant, auch für zum Beispiel Wappen oder Malereien, die auf der Burg entsprechend zu sehen sind.